Hallo ihr Lieben. Eine Sache wollte ich heute gerne mal loswerden. Und zwar ist mir mal wieder bewusst geworden, was jeder einzelne von euch da draußen jeden Tag leistet. Ich selbst bin ja so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen und muss nicht jeden Tag ins Büro und deswegen auch nicht jeden Tag so einen dämlichen Test anschleppen. Aber wenn ich mir anschaue, was so viele Menschen da draußen wirklich jeden Tag zu leisten imstande sind. Jeden Tag Test, jeden Tag die Frage, wie komme ich zum Testzentrum? Ja, ich darf ohne Test noch nicht mal öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wie organisiere ich das Ganze? Ja, Leute, die vielleicht sowieso schon zwei oder drei Jobs haben, die kaum noch Zeit nebenher haben, sich um die Kinder zu kümmern, die normalen Aufgaben des Alltags zu bewältigen und ihr wuppt das alles noch mit diesen ganzen Auflagen und mit diesen ganzen Erschwernissen und das auch jeden einzelnen Tag. Und ich finde das absolut bewundernswert und wollte einfach mal auf diesem Wege allen da draußen, die das wirklich regelmäßig, am schlimmsten, wirklich im schlimmsten Fall täglich über sich ergehen lassen müssen. Jeden Tag dieser Spießrutenlauf, jeden Tag die Organisation, wann, wohin, wie, welcher Test wann, welches Formular wo. Und ihr haltet durch. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Wenn ihr das schafft, die ganze Zeit schon, dann schaffen wir eigentlich alles. Also wer das durchsteht, der schafft alles. Ja, ich wollte euch einfach mal herzlich Danke sagen. Nicht jeder hat es so leicht wie zum Beispiel ich, ja. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass so viele da draußen sind, die sich diesen Stress jeden Tag geben und die dem standhalten. Ich finde euch alle ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll finde ich euch. Und ich hoffe, dass ihr aushaltet. Ja, ich hoffe, dass ihr aushaltet. Ich wünsche euch was. Kopf hoch.